Slater! Der halbe Senat knabbert an meinen Eiern rum wegen des Flugzeugs, das sie vernichtet haben. Der Bürgermeister tanzt Tango in meiner Pumpsgrotte wegen der Nummer, die den Strand verschmutzt hat. Alle wollen wissen, hello, was es ist, was es soll und wie es werden wird. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich mache nichts weiter als meinen Job. Ehrenfänger haben unsere Jungs den höchsten Ruf in Südamerika. Wenn das so weitergeht, tanzt der Bienenzüchterverband Paso Doble in meiner Schokoladenfabrik. Radcliffe, Sie machen Dienst mit der Zeichentrickkatze. Hallo, Süße. Oh, keine Bewegung. Ich gehe nachher ins Flohbad. Kommst du mit, Süße? Wenn du mich noch einmal befummelst, Pelzhaupt... Warte, Slater, ich kann beweisen, dass das ein Film ist. Psst, wer bist du denn, du Zwerg? Sehen Sie mal raus, da ist eine Zeichentrickkatze. Kommt er auch mal wieder zum Dienst? War krankgeschrieben wegen Katzenseuche und jetzt Klappe. Hören Sie denn nicht, was ich sage? Eine Zeichentrickkatze ist eben gerade zum Dienst eingeteilt worden. Hallo? Und morgen wieder? Hast du Probleme damit? Die Katze ist einer meiner besten Männer. Genau. Also reden Sie, was will der Zwerg und warum grinst er so blöd? Ich find's toll, wie ihr zwei euch streitet, weil ich doch weiß, wie es wirklich zwischen euch aussieht. Das würde ich gerne wissen. Wie sieht's wirklich aus zwischen mir und diesem halb ausgewachsenen Stück Kameldung? Ihr seid die besten Freunde. Nachdem ihre Frau mit dem Lilliputaner durchgebrannt war und Jack allen erzählt hat, dass er sie nach Hawaii in die Wurunkelklinik gefahren hat, da haben sie, als er wiederkam, gesagt, Sie haben mich vor öffentlicher Demütigung gerettet, Jack. Sie sind mein bester Freund. Sie haben mir versprochen, es niemandem zu sagen. Hab ich auch nicht. Und woher weiß es diese Kröte? Jack Slater der Erste. Ist er jetzt auch schon König, oder was? Nein, ich meine den allerersten Jack Slater. Sie haben es Ihrem Vater erzählt? Nein, Unsinn, niemandem. Ich weiß nicht mehr, wer dieser Bengel ist. Na, er scheint aber eine Menge von uns zu wissen. Keine solche Nummer, kein solcher Name. Der Staat New York hat nie von dir gehört, Madigan. Dein richtiger Name. Danny Madigan. Wo kommst du wirklich her? Wie bist du in meinen Wagen gekommen? Ich bin von der Fußgängerbrücke gefallen und schwupps war ich in ihrem Wagen. Er hat mir das Leben gerettet. Na, endlich die Wahrheit. Warum waren Sie hinter Ihnen her? Mein Lieblingscousin Frank hatte ein paar wichtige Informationen wegen Drogen. Ich würde dem Blödsinn, den Vivaldi Frank erzählt hat, nicht unbedingt glauben. Woher weißt du, dass Frank Vivaldi erwähnt hat? Ich weiß eine Menge von dem, was so passiert, wenn Sie mir nur mal also zuhören. Also gut, mein Junge. Ich habe einen perfekten Zuhörer für dich. Sie haben einen neuen Partner. Oh nein. Lieber möchte ich sterben.